So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mike und ich auf dem Deathmatch-Server. Und zwar geht's drum, wir wollen hier ein bisschen über den neuen Patch, über die Veränderungen reden und haben gedacht, komm, lass uns ein bisschen Deathmatch im Hintergrund zocken, dann ist es nicht so trocken. Jo. So, dann fangen wir direkt mal an. Die Nuke und Train wurden geswitcht, beziehungsweise der Nuke ist nicht mehr im aktiven Dienst und dafür ist der Train reingekommen. Mike, was hältst du davon? Ja, ich meine, da man jetzt, ich sag mal, den Nuke und so auch noch im Matchmaking zocken kann, also das wird nicht beeinflusst. Ja, wird es eigentlich für den normalen Spieler wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Genau. Vielleicht findet man jetzt den Train beim Random-Suchen wieder öfters mit Train. Wie auch immer, ist jetzt nicht so krass und ja, wir werden auf jeden Fall auch mal Train reinschauen. Spielt mir doch recht wenig, also wir zumindest. Ja. Jo. Weitere Neuigkeiten ist. Boah, ich bin hier so ein bisschen am Ablesen in der Seite. Also wenn wir jetzt hier voll reinkacken, nicht drauf achten. Ein großer Punkt, ein wichtiger Punkt, ein guter Punkt ist, dass die Tech 9 jetzt genervt wurde. Oh ja. Gab ja viele Beschwerden und die hatte zum Beispiel nur noch 24 Schuss im Magazin und ist auf Entfernungen nicht mehr ganz so stark. Bin ich persönlich, ja, ziemlich gut. Muss man ja mal sagen, ja, toll, weil ich es gesagt habe, werde ich natürlich direkt erstmal von der Tech 9 gekillt. Nee, aber, weil ich persönlich. Ja, es haben sich viele beschwert und ich glaube, jeder kennt es. Ja, es ist zu Recht, ja, auf jeden Fall. Jeder kennt es. Gerade in den Echo-Rounds war halt echt mit der Tech 9 noch richtig was zu reißen. Das war ja schon fast im Prinzip wie mit einer keiner Echo. Und hier rennt auch gerade wieder einer mit der Tech 9, der übt wahrscheinlich schon auf die Veränderungen. Ja, genau. Jo, ist auf jeden Fall eine coole Entscheidung und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Hast du jetzt eigentlich nur gesagt, dass die weniger Kugeln im Magazin hat, oder hast du auch gesagt, dass die auf Distanz weniger Schaden macht? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also sie macht auch auf Entfernung weniger Schaden. Jetzt ist es gesagt, definitiv, ja, auch wenn es vielleicht genau. Doppelt gesagt ist, aber ich glaube, ich habe es nicht gesagt. In dem her war es gut, dass du aufgepasst hast. Ja. Jo, kleiner Punkt, für uns jetzt nicht gerade so interessant. Operation Vanguard ist jetzt offiziell beendet. Was jetzt interessant für uns wäre, ist, was die nächste Mission ist, also die nächste Operation und wann sie kommt. Jo. Ja, also wir haben ja, ich sag mal, angefangen so richtig aktiv mit CSGO, wo die Operation halt quasi schon am Laufen war. Und ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass mich CSGO, ich sag mal, so fasziniert, dass sich das jetzt gelohnt hätte, die Operation zu dem Zeitpunkt, wo ich halt angefangen habe. Auch noch zu kaufen, quasi. Ja, hätte man das jetzt wahrscheinlich noch mal gewusst, dann hätten wir sie wahrscheinlich beide gekauft. Ja. Aber ja, wir freuen uns jetzt auf jeden Fall riesig, was kommt. Wenn ihr da irgendwie was wisst, irgendwie aus einer brandheißen Quelle oder was weiß ich was, gebt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir brennen drauf. Ja, auf jeden Fall. Dann werden dazu auch wahrscheinlich ziemlich, wahrscheinlich werden dann ja irgendwie wieder neue Skins und was weiß ich nicht alles, was da wieder dabei kommt. Da werden bestimmt wieder das ein oder andere Case-Opening auf euch warten. Ja, mit den neuen Kisten dann. Ja. Boah, Spray and Bray. Ja, das war auch der Punkt jetzt. Muss ich gerade mal spickeln. Die M4A1S wurde preisgesteigert um $100. Ist jetzt eigentlich nicht viel, $100, aber wenn man wegen $100 die Waffe nicht kaufen kann, weiß ich nicht. Und es gibt ja schon längere Diskussionen. Das hatten wir auch schon, die Diskussion. AK, Colt, wie auch immer. Mike, weiß ich nicht, was denkst 2700 du? Kostet die AK und meiner Meinung nach, naja, ich find's zu teuer für die M4S. Ich meine, die ist halt ziemlich genau und so, hat aber natürlich auch seine Nachteile, weil die hat zum Beispiel nur 20 Schuss im Magazin und so. Also, meiner Meinung nach ist die viel zu teuer. Für so eine normale Runde halt. Und von mir aus ein ganz klares nicht gerechtfertigt oder so. Also ich hatte jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl, dass jetzt irgendwie irgendwie overpowered ist oder so und dass man dann sagen muss, okay, die muss auf jeden Fall teurer gemacht werden oder sowas. Ja,
Hat so jede, also AK den Vorteil und Colt den Vorteil. Ja, schwierig zu sagen. Ja, es war aber auch schon früher zu den alten CS-Zeiten, war das schon immer eine Diskussion, weil die AK eben billiger ist. Aber gut, könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde uns auch mal interessieren. Kleistert die Ja. Kommentare auf jeden Fall voll. So, was haben wir als nächsten Punkt? Jetzt spiele ich gerade mal. Ja, ganz coole Sache auf jeden Fall. Aufwertungsverträge mit Star Trek-Waffen. Wie geil ist das eigentlich? Oh ja, also ja, wie gesagt, wer kennt das nicht, ne? Hier Star Trek-Waffen beim Case-Opening, irgendwie alle blauen Waffen sind man dann nur noch in Star Trek oder sowas und man denkt sich so, okay, für 9 Cent zu Ja, verkaufen, lohnt ist sich nicht echt ein wirklich. Koffer, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache, da wirklich, dass man allein jetzt mal contracten kann und natürlich auch dann eben wertvollere Contracts zu machen mit Chance oder mit eben Star Trek ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Sache. Wird auf jeden Fall auch ein Trade-up von uns folgen, mit Sicherheit. Könnt ihr Ja. mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr gern sehen würdet? Und dann seht ihr da bestimmt was bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Jetzt haben wir jetzt schon einige Contracts rausgehauen. Aber manche ein bisschen positiver als andere, aber Ja, aber ist ja. Genau. Ja. Scheiß drauf. wir gehen jetzt mal nicht drauf ein. Ja. Schaut euch einfach die anderen Contract-Videos an. Da wisst ihr Bescheid. Oh Mann. Ja, okay, weiter. Ist ja hier News. Genau, ja. Was kommt oder was gekommen ist, Dust 2 und Mirage wurden die, ich muss gerade mal spickeln, wie hieß das? Die Ja, die Skyboxen. Skyboxen, genau, die Skyboxen wurden verändert bzw. Verbessert, so dass man eben, Also mehr geöffnet, kann ja, man mehr sagen. geöffnet, das war jetzt genau das Wort, was mir gefehlt hat. Ja, Dass man und einfach zwar. besser, ja, Mike Ja, weiß, glaube ich, genau, ja, erzähl. ja. Ja, ich muss mal eben kurz stehen bleiben, weil ich muss es selber mal eben kurz nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist bei Dust die Skybox bei A-Lang quasi, kennt man ja. Die Double Doors, da kann man jetzt besser Smokes drüber werfen. Da sind die Skyboxen halt ein bisschen, sag mal, geöffnet worden. Treibst du da eigentlich gerade, Uwe? Bitte? Was treibst du da gerade? Das macht irgendwie Störgeräusche. Störgeräusche. Ja. Ich zock ganz normal. Achso, okay. Komisch. Naja, egal. Ich kann mal mein Handy Und. weglegen. So mittendrin so. Ja, es war dann Naja. vielleicht mein Handy. Egal, weiter. Bei Catwalk auch Skyboxen geöffnet worden. Also mehr geöffnet worden als vorher. Da kann man jetzt besser Flash, Smokes und was weiß ich nicht alles werfen. Und noch bei. Oh, ich bin gerade im Kampf. Und noch bei. Auf kurz sind die auf jeden Fall auch noch. Ja, ist immer witzig, wenn man sowas erzählt und dann so, okay, jetzt ist gerade voll die brenzliche Situation und man merkt da, wie man einfach langsamer wird und nicht mehr nachdenken kann. Ja, wie man so versucht, so ein bisschen die Zeit vorauszuzögern mit so Wörtern wie ja, und bei Mirage ist halt bei den Apartments, da sind auch die Skyboxen ein bisschen ja, weiter geöffnet worden. Und ja, das war's, glaube ich, zum Thema Skyboxen. Wenn ich das mal anschaue. Ja, da werden wir Genau. mit Sicherheit auch noch ein Video bringen. Speziell dann auch einfach, wenn es um Smokes geht. Wird Genau. mit Sicherheit noch ein genaueres Video kommen, beziehungsweise ja, eben wie man dann Smokes wirft oder irgendwas. Wir werden auch vielleicht mal ein bisschen rumprobieren, um mal ein paar neue Smokes zu testen. Jo, wird auf jeden Fall noch was kommen. Das war es jetzt auch, glaube ich, schon im Großen und Ganzen. Ja, natürlich noch so ein paar kleine Veränderungen an anderen Maps, aber die werden wahrscheinlich sowieso den meisten entweder schon aufgefallen sein oder sind halt, ich sag mal, nicht so von Bedeutung, dass man sie jetzt, sag ich mal, erwähnen müsste. Alles wird wahrscheinlich auch noch, also bei mir zumindest, die Patch Notes so ein bisschen in der Videobeschreibung verlinkt werden, also wo man sich die nachlesen kann. Ich weiß nicht, Ja, hau ich natürlich auch rein. wie es bei dir ausschaut. Und genau, einfach. Wer noch weitere Infos haben möchte, einfach mal unten reinschauen. Genau. Dann sind wir jetzt perfekt fertig geworden zum Ende der Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt in die Kommentare, was auch immer und wie auch immer. Gebt uns einen Daumen hoch.
Abonniert unsere Kanäle. Bald gibt es ein 2000 Abo-Special, hoffe ich. Wenn ihr auf Abonnieren gedrückt Großes, habt, ja, ein großes. Riesending. Da haben wir auch einige Pläne und werden auch noch unzählige Videos dazu kommen, was wir dann vorhaben. Und dann sagen wir mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.